Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Y Randomizer Nuzlocke. Im letzten krassen Part sind wir ja auf Xerox gestoßen im Vertania 2 Wald und haben es gefangen und jetzt kämpfen wir wieder mit Xerox aka Shardy gegen Vibrava. Und vielleicht entwickelt sich in dieser Folge unser nices Mr. Mythos. Ja, auf Level 16 müsste es glaube ich sein, da entwickelt sich unser Pokémon nämlich. Es ist ja noch ein Finks und danach gucken wir mal, was rauskommt aus dem Pokémon. Könnte interessant werden. Aber Vibrava nimmt nicht gerade viel Damage von der Duo-Nadel. Das finde ich nicht so nice. Das ist nicht so nice, ne. Was machen wir denn da am besten mal? Am besten hauen wir mal ganz kurz den Megasauger raus, oder? Mit Step und mal gucken, ob wir uns ein bisschen... Oh, nice. Müsste, glaube ich, wieder voller HP geben, oder? Oh, ich habe ein bisschen zu viel gefreut. Ich habe noch bei Unheilschwingen, ne? Ich war noch bei Unheilschwingen von... Shardy war das, glaube ich, oder? Ne, auch von Dario, glaube ich, Unheilschwingen. Das hat ja viel, viel mehr, wieder regeneriert als so ein Megasauger oder so ein Absorber-Shit. Und ja, das war eigentlich schon relativ krass, wie viel das wiederbelebt hat. What the fuck war das denn? Die Skaterin? What the hell? Naja, wir gehen erstmal ins Pokémon Center rein und teilen unsere Pokémon auf. Und... Ach, John, okay, dann mal bitte weg. Ich meine natürlich... Sephiron. Geh bitte... weg. Ich möchte jetzt meine Pokémon heilen. Ja? Ich weiß, was ich machen kann, ja? Das ist okay. Nice, jetzt stehst du da in der Ecke rum und machst gar nichts. Toll, Sephi. Hast du gut gemacht. Auf jeden Fall, machen wir heute den Arena-Tag wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht. Aber wir das alles packen in den Part und gehen mal eben ganz kurz noch einkaufen. Das wäre eine gute Idee. Wie viel Geld haben wir denn? Das geht, wir können zumindest ein paar Tränke holen. Holen wir jetzt mal 4. Und tja, Pokebälle haben wir erstmal genug. So, wir trainieren jetzt noch ein bisschen unser neuen Zugang Shardy und danach werden wir Mr. Mythos und den guten alten Maeve ein bisschen trainieren. Möchtest du kämpfen? Sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann, wo war denn der nächste Trainer? Der hier unten, ja. Okay. Weil wir müssen ein bisschen trainieren. Wir müssen mal gucken, was im hohen Gras so alles rumlungert. Und dann gibt es, glaube ich, oben rechts nochmal eine Route, wo wir hin können. Und Rockara! LOL! Hier ist einfach ein scheiß Rockara. Als ob hier ein scheiß Rockara auftaucht. Duo-Nadel. So, jetzt weiß ich besser, was Rockara ist. Im Gegensatz zum letzten, Pokémon Y2. Rockara ist nämlich so eine, naja, andere Form von Diancie, so eine Helferform, so gesehen. Also das will Inferno. Oh shit. Das will. Oh, wir verbrennen sogar, what the fuck? Das will Diancie helfen oder beschützen oder so ein Shit, irgendwie sowas. Keine Ahnung, voll strange. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal eine Runde Megasauger, weil ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoll. Es zieht fast gar nichts ab. LOL. Wir haben ein HP gut gemacht und nochmal Inferno. Alter, wir werden jetzt so weggebumst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Wir wechseln am besten aus. Auf wen denn am besten? Mr. Mythos, ich möchte, dass er sich endlich entwickelt. Das ist wichtig. Deswegen, Mr. Mythos, go da rein. In the fight. Und wir werden die Attacke natürlich ab, weil wir nice sind. Geil. Wir haben Step Siedewasser. Das müsste eigentlich relativ viel abziehen kommen. Zeig ihm, aus welchem Holz du geschützt bist. Ja, okay. Er ist zumindest durch die Vergiftung down. Und Groll, macht das überhaupt Schaden? Nee, ne? Ja, wurde auf 4 AP runter. Alter, ist das dein Ernst? Der hat unser Siedewasser auf 4 AP reduziert. Sein fucking Ernst? Was ein Mongo? Was ein fucking Mongo? LOL. Bezirzer. Bezirzer ist auch eine Attacke, die was abzieht, ne? Normal 60 anstatt Floorschutz, würde ich sagen. Wir bräuchten mal eine nice Psycho-Attacke. Das wäre richtig nice. So eine Psycho-Attacke. Ach, schön. Und Level 10 für Shardy. Auch richtig nice. Wir haben René besiegt. Perfekt. Ich werde jetzt erstmal auf meinen Mr. Mythos gehen, weil der muss Training bekommen. Ich will, dass er sich entwickelt in diesem Part. Er ist jetzt mal ein bisschen overleveled im Gegensatz zu den anderen Pokémon und den Rest trainieren wir irgendwie in der Arena. Ja, Pokémon-Attacken. Hey, Pokémon-Attacken. Geil, geil. Was hast du? York.
Du hast einen Jörg! Warte, warte mal, hieß Jörg? Oder ist das Pokémon einfach ein Spitznamen namens Jörg? Ne, es ist Kravums. Gut, ich dachte, hä? Warum habe ich da gerade Jörg gelesen und dachte, das wäre das Pokémon? Das war irgendwie strange. Irgendwie sehr strange. Lol. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass diese Nuzlocke mir irgendwie besser gefällt bis jetzt als die Alpha Saphir Nuzlocke, weil wir haben nicht so viele Legis hier, die das ganze Spiel so ein bisschen kaputt machen. Wir sind ein bisschen auf normale, coole Pokémon, wie zum Beispiel jetzt Toxiquark gestellt. Und wir haben gleich schon unseren ersten Orden, also werden wir wahrscheinlich gleich haben, wenn wir jetzt nicht total verscheißen. Und das freut mich ein bisschen. Level 15 für Mr. Mythos und ich bin gespannt, was für eine Entwicklung hier rauskommen wird aus Mr. Mythos. Was der Gute so, naja, was aus dem Guten so wird. Und ein Donphan, ein fucking Donphan. Siedewasser, go. Oh shit, oh fucking shit. Es ist ein One-Hit. Mal sehen, wir müssen uns eigentlich auch sehr viele HP geben, oder? 150 ist viel, ja. Haben wir die gute Züchterin auch besiegt. Und schauen wir mal, was so im hohen Gras noch rumläuft. So interessantes. Alles klar, was haben wir hier? Ein Sandan. Interessiert keinen. Interessiert ehrlich gesagt keinen. Und interessiert nur das geile Pokémon namens Tauros, was uns irgendwie, naja, abhanden gekommen ist. Tut mir leid, Alex, das wäre ein perfektes Donphan für dich gewesen, ich weiß. Aber, naja, kann ich jetzt nichts machen. Es ist mir abhanden gekommen. Es ist selber gestorben. Wir konnten da nichts für. Will ich mal meinen. Oh Mann. Und was ist das? Ein Saftkorn. Ja, Vertania 2, ne? Wir sind in Vertania 2. Man merkt es total. Saftkorn, ey. Also echt, das ist ein Pokémon, was mir hier nicht unter die Augen kommen soll. Da war das Tauros bis jetzt echt das Beste, was uns hier begegnet ist und was wir hätten fangen können. Ja. Egal, gehen wir mal ins Pokémon Center, gucken kurz rein, tun mal wieder unser Schade nach vorne, nachdem es jetzt geheilt wird. Und dann, ja, gehen wir mal auf die nächste Route oben rechts oder wo die war oder was da wo ist irgendwie, bla. Irgendwie, ich weiß nicht. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, oben rechts war echt eine Route, ja? Doch, ich kann mich wieder erinnern, genau. Aber vorher müssen wir gegen diese Rollerskaterin noch kämpfen. Mal sehen, wer das ist. Und dann lassen wir erstmal Schade vorne, weil der braucht ein bisschen Training. Genau wie Maeve gleich, aber egal, wir müssen erstmal hier hierher, genau. Genau, da ist die Rollerskaterin, um die kümmern wir uns später. Hier kriegen wir erstmal ein neues Pokémon gleich. Das ist natürlich nice, weil, naja, neues Pokémon, neues Teammitglied vor der Arena ist natürlich perfekt. Und was hast du? Ein Pandrago! Oh shit! Oh shit, ein Pandrago. Dragonier, meh. Oder Dragobert. Dragobert Drag. Bra, bra. Okay, kriegst du eine Duo-Nadel. Die fängst du dir jetzt. Und oh shit, die ist sehr effektiv und vergiftet sogar. Nice. Jetzt noch einen Volltreffer reinhauen, dann wäre es echt ein. Oh fuck, sieht das viel ab. Lol. Ist das so eine Klick-die-Klack-Attacke? Was zur Hölle? Okay, ja. Zieht ein bisschen was ab. Gönnen wir uns mal den Absorber, würde ich sagen. Es hat keine Wirkung auf. Alter, stell dir vor, wir wären jetzt gestorben, deswegen. Stellt euch vor, wir wären jetzt durch irgendeinen Funkensprung gestorben. Dann hätten wir nur verloren, weil wir einmal auf auf Absorber gewechselt sind. Wie dumm wäre das denn gewesen? Lol. Lol. Ich komme nicht drauf klar. Schluthelm. Das ist ein Pokémon für Maeve, würde ich sagen, weil der gute Maeve, der hat ja auch schöne Attacken drauf. Der kann mal ein bisschen jetzt auch was machen. So. Los, Maeve. Los. Do it for the wine. Do it for the wine. Sieh dir Wasser. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Und Stutem. Alter, das sieht fast gar nichts ab. Scheiße. Und er sinkt uns voll. Nice. Lurkanonade. Weil es so schön ist. Lol. Und es trifft sogar. Ich würde sagen, du bist down. Doch nicht. Fuck, Alter. Das sieht sau wenig ab und wir kriegen Damage durch dieses scheiß Gesangsding, aber und wir kriegen wegen des okay, wir hatten wegen dem Rückstoß keine Attacke gerade, die wir einsetzen konnten, aber Siedewasser müsste jetzt reichen, oder? Ja, reicht, perfekt. Stutelm ist down. Ich bin so angespannt, was wird uns hier auf der Route als erstes Pokémon begegnen, was werden wir hier als, naja, neuen Encounter haben, meine lieben Freunde. Was wird hier passieren?
Oh mein fucking Gott. Ja, Bottle. Trank, erstmal den guten Charlie aufheilen. Und ja, dann gehen wir mal ins hohe Gras rein und schauen mal nach. Hier habe ich in meinem anderen Pokémon Y Nuzlocke Let's Play ein Rockara bekommen. War ja auch ein Randomizer. Und was kriegen wir jetzt hier? Was erwartet uns hier für ein Pokémon? Oh mein fucking Gott, ein Eneko! Warum ein fucking Eneko? Will Yara wieder ins Team kommen oder was? Na gut, ich setze einmal ein Pokéball ein. So. Wenn du nicht drin bleibst, ist dein Pech. Du hast jetzt die Chance, ins Team zu kommen, ja? Fällt mir hier nicht irgendwie die Hände dreckig machen wegen einem fleißig. Ist die gerade Feuerschlag? Okay, wir brauchen das Ding. Das Ding hat einen Feuerschlag drauf und wer weiß von welchem Typen das hier ist. Also. Alter, wahrscheinlich Typ Boden oder so? Ich weiß es nicht. Also, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall können wir dir nicht Damage machen. Und doch. Du hast scheiß gute Attacken. Was geht bei dir? Und alles sind effektiv auf den guten Shardy. Das ist gar nicht cool. Jetzt bleib drin, Nico. Komm, bleib drin. Oh, fuck it. Ja, wir können es jetzt nicht. Steinschädel. Wir können das jetzt nicht irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Damagen, weil. Mit was denn? Absorber vielleicht, ja. Oder vielleicht sogar Mega-Abs. Mega-Sauger. Nee, Mega-Sauger können wir schon nicht mal machen, weil das hier zu viel ab. Aber zumindest der Absorber hat ein bisschen abgezogen. Wird die Attacke ab, perfekt. Jetzt können wir nochmal einen Pokéball nochmal werfen. Okay, wir brauchen Yara im Team. Das ist auf jeden Fall wichtig. Weil das Ding hat Donner, Feuerschlag und diesen Steinschädel. Und. Na, bleib doch drin, Yara! Bleib doch drin, Steinschädel. Zieht nicht viel ab. Macht auch kein Damage, weil es halt nicht sehr effektiv ist, aber. Ja. Yeah. Bleib einfach drin. Wir setzen mal den Primärball ein und gucken, was der so macht. Komm, bleib jetzt drin, Yara. Da nicht mal einmal gewackelt. Warum? Warum bist du so scheiße zu fangen? Warum, Yara? Sag's mir. Sag jetzt verdammt nochmal mir, warum du jetzt nicht reingehen willst in den Pokéball. Ich meine, du hast ein cooles Team hier vor Augen. Guck mal, ein Cherox, ein, ne, du weißt schon, Magma und Minum. Und da kannst du dich doch bestimmt super mit einbringen. Wenn ich mal ganz kurz, können wir wechseln ganz kurz auf Mr. Mythos. Ich glaube, wir müssen ja mal ein bisschen Angst machen mit unseren coolen Pokémon, die wir hier noch so auf der Bank haben. Mr. Mythos zum Beispiel. Ich meine, guck dir dieses cute Magma an. So fucking cute. Ja, wie gesagt, wir sollten hier. Alter, wenn es jetzt noch mehr Rückstoßschaden erleidet, ne? Das wäre richtig mies. Weil, ich will nicht, dass das Ding down geht. Das sieht relativ cool aus, das Pokémon, ja? Und ich will das im Team haben. Mann! Warum muss ich immer so viel Unglück haben? Donner, bitte zieh nicht zu viel ab. Okay, es sieht fast gar nichts ab. Puh, gut. Du musst drin bleiben, ja. Boah, Yara. Mann. Es wäre echt dumm, wenn du jetzt nicht mit ins Team reinkommst, ja? Weil. Oh, da ist es! Geil! Fuck! Wir haben es gefangen. Ich bin so gespannt, was das hier für Typ ist und was das jetzt für Attackentypen sind, die Eneko hier mit am Start bringt. Es ist ein Typ. Eisgeist! Was? What the hell? Eis und Geist. Was ist das denn für ein geiler Typ? Was ist das denn für ein geiler Typ? Lol. Also das Pokémon ist ja mal richtig nice. Also der Typ ist ja mal Deluxe. Eis und Geist. Gibt es das überhaupt? Ich glaube, bestimmt gibt es einen Typ namens mit Eis Geist. Und wir haben. Nee, darf ich ganz kurz. Danke. Donner vom Typ Boden, Feuerschlag von Typ Psycho, Steinschädel von Typ Eis und Ego-Schub von Typ Geist. Alter! Steinschädel von Typ Eis mit 120er und Step, Donner. Was für ein krasses Pokémon ist bitte Yara? What the hell? Also, echt, das ist krank. Na gut, ich würde sagen, ich werde jetzt gleich noch offscreen die ganzen Trainer machen mit Yara und so weiter, weil ich glaube, die Trainer interessieren euch eh nicht so krass. Und dann werden wir im nächsten Part erst den Arena-Leiter machen, weil wir haben jetzt echt zu viel Zeit mit Yara vergoldet. Aber naja, ich würde sagen, ich mache auch noch ganz kurz ein neues Outfit später für den nächsten Part.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder, wenn wir dann, naja, gegen den Arenaleiter kämpfen, Leute. Bis dann und ciao, euer Solo mit Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Challenge.